wir wollen Lösungen. Wir wollen auch, was gerade die Flüchtlingsströme betrifft, wir wollen Ordnung ins Chaos bringen. Es hilft niemandem, wenn hier zigtausende von Menschen sich auf den Weg machen, nicht wissen, was ihnen droht auf diesem Weg, ob sie überhaupt überleben, ob sie ihr Ziel erreichen, ob sie dann Aufnahme finden. Es sind Frauen, Kinder, Männer, die einfach Zukunftshoffnungen haben, die weggehen aus Krieg, aus Diktaturen oder auch aus Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Und da braucht es einfach Ordnung in das Chaos zu bringen. Und ich bin keine, die da irgendwie Ängste schürt, das machen die anderen. Wir wollen Lösungen. Und da gibt es jetzt viele Punkte, die ich hier anführen könnte. Ich möchte mich konzentrieren auf zwei. Die Willkommenskultur, das war wichtig in dem Moment. Und das haben hier, gerade in der österreichischen Bevölkerung, gerade auch in Wien, ganz viele Einzelpersonen, ja, Familien, Wohngemeinschaften, ganz viel geleistet. Bevor noch dann von staatlicher Seite es die Unterstützung gab, die es geben sollte. Ganz viele Hilfsorganisationen auch. Und da denen ist wirklich große Dankbarkeit auszusprechen. Was manchmal so fälschlich gesagt wird, wir Grüne wollen ja nur offene Grenzen. Wir wollen, dass Flüchtlinge auch legal nach Europa kommen können. Die Möglichkeit gibt es jetzt gar nicht. Das heißt, es wäre sowas wie in den Botschaften wieder die Möglichkeit, um Asyl anzusuchen, das wieder aufzumachen. Das gab es bis vor knapp 20 Jahren. Das in allen Botschaften der EU und allen Mitgliedstaaten, das wäre eine Möglichkeit. Und gleichzeitig muss man einfach sehr viel mehr an Fluchtursachen bekämpfen. Ja, also die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch hochsubventionierte europäische Gemüse und Ähnliches, das darf einfach nicht mehr sein. Und wenn die Leute dann hier sind, dann braucht es auch wirklich Integrationsmaßnahmen. Es muss aber auch möglich sein, dass zum Beispiel Asylverfahren sehr viel schneller abgewickelt werden. Wenn jemand schon 1,5 Jahre hier ist und immer noch keinen Termin hat, aber inzwischen Deutsch gelernt hat, vielleicht auch irgendwo mithilft, auch sozusagen auch schon ein Umfeld gefunden hat und integriert ist, diese Person dann sozusagen dann wieder abzuschieben, auch wenn sie keinen Anspruch auf Asyl hat, das schafft einfach auch Unmut, auch bei jenen, die den Leuten geholfen haben.